Letzter Redner in der Debatte, Jan Metzler für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt ist es sehr schade, dass keine Zwischenfragen mehr gestellt werden dürfen. Ich versuche mich jetzt auch kurz zu fassen. Aber ich möchte zumindest bei dem Abschluss der Debatte, und jetzt darf ich ja das Privileg innehalten, dass ich der letzte Redner in dieser Reihenfolge bin, eben eines noch mal unterstreichen. Es ist sehr deutlich geworden, dass wir in der gemeinsamen Zielsetzung Einigkeit haben. Nur auf der Wegstrecke dahin wollen wir eben einen unterschiedlichen Weg nehmen. Und ich bin Frau Künast hier an dieser Stelle auch noch einmal sehr dankbar, dass Sie den Aspekt Rana Plaza, die schlimme Tragödie, noch einmal in den Mittelpunkt zu Beginn dieser Debatte gestellt haben. Und ich glaube, das ist auch deutlich geworden, dass keine der hier anwesenden Kolleginnen und Kollegen im Haus auch nur im Ansatz letztlich nicht betroffen ist, wenn es um die Arbeitsbedingungen, die sehr schrecklich sind, ob das jetzt Bangladesch oder andere Länder sind, in diesem Zusammenhang auch so zu benennen. Aber wir sind uns eben uneins darüber, ob wir auf Regulierung oder Freiwilligkeit setzen, Bevormundung oder Eigenverantwortung. Und ich bin überzeugt, dass der Mittelweg die intelligenteste Lösung ist. Und was eben auch in diesem Zusammenhang auch mit einzubeziehen ist, ist bei aller Kritik auch die internationale Dimension. Und da bin ich auch dem Kollegen Bartel sehr dankbar, dass er die eben auch in den zentralen Abschluss der Debatte gesetzt hat. Ich glaube, dass freiwillige Initiativen den gewünschten Effekt erzielen können. Und das sehen wir eindeutig am Textilbündnis. Und das mag man jetzt alles belächeln oder kleinreden, aber mittlerweile bei annähernd letztlich in Richtung 75% des Marktes orientiert zu sein, das ist schon eine Hausnummer, die man hier auch nicht kleinreden sollte. Und wenn man im Endeffekt nach dem Prozess vorgeht, das Bessere ist der Feind des Guten, dann sind wir uns auch alle einig. Und wir sind auf dem Weg und wir verbessern uns auch kontinuierlich. Und es ist ja nicht so, dass hier an dieser Stelle nichts getan wird. Das Textilbündnis ist ein eindeutig letztlich richtiger und wegweisender Ansatz, um diese Probleme zu lösen. Und ich muss sagen, an der Stelle möchte ich auch einen Dank an das BMZ und in der Anwesenheit des parlamentarischen Staatssekretärs Fuchtel auch persönlich loswerden, weil es alles andere als eine Pseudo-Veranstaltung ist. Es ist ein nachhaltiges Konzept, das auf Selbstverpflichtung der Teilnehmer und auf Monitoring durch externe Partner setzt. Mitnehmen, überzeugen und handeln, das nenne ich Change Management und das per excellence. Dass gewisse Richtlinien Sinn machen, da stimme ich ebenfalls zu. Ein gutes Beispiel sind die Berichtspflichten, die sozialverantwortliches Handeln für Konzerne in den Mittelpunkt stellen. Und da hat Frau Kollegin Trobinski-Weiß ebenfalls darauf hingewiesen, dass das ab 2017 eine Verpflichtung für börsennotierte Unternehmen ist. Umwelt, Arbeitnehmer und Sozialbelange, Menschenrechte und Korruption als Teil der jährlichen Wirtschaftsprüfung muss letztlich auch abgegeben werden und gibt somit auch nach außen hin Transparenz und dokumentiert eigenes Handeln. Für viele deutsche Unternehmen ist das aber nicht wirklich neu. Viele wissen genau, dass diese Informationen die ganze Zeit letztlich auch über ihr eigenes Handeln bestimmen und freiwillig in ihren Geschäftsberichten gegeben werden und zusätzlich in Nachhaltigkeitsberichten Platz finden und in diesem Zusammenhang letztlich auch die gute unternehmerische Leistung nach außen dokumentieren. Zur Wahrheit gehört, dass die Bilanz der deutschen Wirtschaft in Sachen Unternehmensverantwortung sich sehen lassen kann. Allein im sozialen Bereich ist letztlich die deutsche Wirtschaft jährlich mit einem Engagement von 11,2 Milliarden Euro unterwegs. Natürlich ist vieles in diesem Zusammenhang nicht völlig selbstlos, aber ich möchte auch in diesem Zusammenhang sagen, der Optimalfall ist, wenn ich durch entsprechendes Engagement nach außen hin deutlich macht, dass ich nachhaltig handle. Warum soll mir das nicht auch letztlich dann eine stärkere Marktposition letztlich ermöglichen? Ich glaube, dass wir mit vielen Dingen bereits auf einem transparenten Weg sind und dass viele Informationen auch für den Verbraucher in umfassendem Maß auch zur Verfügung stehen. Und dass das Ganze auch sehr innovativ geschieht, das hat Staatssekretär Fuchtel mit der App auch unter Beweis gestellt. Ich glaube letztlich, wir sollten in diesem Zusammenhang die Verbraucher in ihrer Mündigkeit nicht unterschätzen und wir sollten auch unsere Unternehmerinnen und Unternehmer letztlich nicht unterschätzen. Ich bin überzeugt, dass die Initiativen wie das Textilbündnis
von politischer und NGO-Seite sehr wohl Unterstützung finden, beraten und den Dialog vorantreiben und für mehr Transparenz in der Öffentlichkeit sorgen. Im besten Fall kann man gemeinsame Plattformen auch die Marktmacht unserer kleinen und mittelständischen Unternehmen gegenüber Zulieferern im Ausland bündeln. Die deutsche Wirtschaft steht für hohe ökologische und soziale Standards. Gerade deutschen Unternehmen genießen weltweit einen hervorragenden Ruf. Und ich glaube, das sollte man in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen und auch nicht kleinreden. Ich glaube, dass deutsche Unternehmen Botschafter für hohe Standards sind. Und dass letztlich diese Regeln auch, die wir jetzt im Rahmen des Textilbündnisses mit vorgeben, auch letztlich eine Art Richtschnur für die Zukunft sind. Dabei sollten wir eines nicht vergessen, dass wir natürlich letztlich in diesem Zusammenhang auch jetzt die Alternative mit den anderen Anträgen, die heute gestellt werden, haben. Und in diesem Zusammenhang ist es der richtige Weg, so vorzugehen. Wir sollten kein bürokratisches Monstrum aufbauen, das im Zweifelsfall gar keine gesetzliche Grundlage in den betreffenden Ländern hat, sondern nichts anderes macht, als Verwaltungsaufwand zu erzeugen. Ich glaube, dass Wirtschaft neben der Kontrolle, die Sie fordern, von unserer Seite aus entsprechend auch eines genießt, Vertrauen. Und ich denke, dass in diesem Zusammenhang das in einer gemeinsamen Kooperation auch genauso zukunftsweisend ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Metzler. Damit schließe